Bin ich ein Medium? Ganz, ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, bin ich ein Medium? Das ist ja eine spannende Frage. Und diese Frage hat mich kürzlich völlig aus dem Konzept gebracht, weil da hat bei mir das Telefon geklingelt und eine junge Frau hat angerufen und hat mich genau das gefragt. Naja, Sie sind doch ein Medium. Und da war ich erstmal perplex, weil ich würde mich selbst nie als Medium bezeichnen. Und ja, sie meinte dann, ja, sie hätte mich irgendwie im Internet gefunden und sie hätte jetzt gedacht, ich bin ein Medium. Und ich habe gedacht, naja, ich nutze meine medialen Fähigkeiten ja durchaus bei meiner Arbeit, aber ich würde mich jetzt nie als Medium bezeichnen, ne? Und das Thema, um das es bei ihr ging, dafür wäre ich eigentlich mit meiner Arbeit prädestiniert gewesen, denn es ging ihr darum, dass sie aus einem Zustand raus wollte, der sehr unangenehm war, weil sie hat gesagt, sie hatte ihre Lebensfreude irgendwie komplett verloren. Und ich hätte ihr definitiv weiterhelfen können mit einem Coaching, ne? Wo ich sie dahin führen können hätte, dass sie selbst wieder über ihr Leben bestimmen kann. Sprich, sich die Ermächtigung zurückholt über ihr Leben. Und das ist gar nicht so schwierig, ne? Da, ja, darf man so ein bisschen an seinem Weltbild vielleicht feilen und ein paar, na, ich sage immer, oft reichen schon ein paar neue Informationen und ein Wechsel der Blickrichtung, um große Veränderungen bewirken zu können. Und genau das ist eigentlich der springende Punkt, ne? Wenn ich das selbst tun kann, wenn ich selbst immer wieder ganz bewusst diesen Wechsel der Blickrichtung einleiten kann, naja, dann kann ich damit tatsächlich mein ganzes Leben verändern. Und dafür reichen ein paar Informationen, nämlich die Informationen darüber, wie das Leben tatsächlich funktionieren kann. Dass wir eben mit Schöpferkraft ausgestattet sind und wie wir mit unseren Gedanken sinnvoll umgehen können, mit unseren Gefühlen und Emotionen sinnvoll umgehen können, um eben dann neue Überzeugungen zu gewinnen. Denn unsere Überzeugungen sind letztendlich das, was unsere physische Realität oder so die Welt, in der wir ganz persönlich leben, ne, wie sich das für uns entwickelt, ja, die das buchstäblich hervorrufen. Ne? So, und wenn man jetzt da weiß, wie man sinnvoll damit umgehen kann, wenn man geistige Werkzeuge kennt, wenn man energetische Werkzeuge kennt, um durchs Leben sinnvoll zu navigieren, sage ich mal, naja, dann verschwindet eines, was einem die Lebensfreude ganz extrem raubt, und das ist, dass man sich als Opfer des Schicksals fühlt, ne? Diese Machtlosigkeit dem Leben gegenüber, wenn man sich einfach so durchs Leben geschleudert fühlt und das Gefühl hat, ich habe keinerlei Einfluss drauf und irgendwie läuft alles komplett anders, als ich es gerne hätte. Dann verliert man seine Lebensfreude und diesen Zustand kenne ich sehr, sehr gut. Ne? Und habe mich wirklich selbst aus diesem ganzen Depressiven, kann ich wirklich sagen, ja, zu einer gewissen Zeit wirklich tief depressiven Zustand wieder befreien können, weil ich eben an diese Informationen gelangt bin. Und dadurch mich selbst ermächtigen konnte, mein Leben zu verändern. Und das ist meiner Meinung nach der entscheidende Schritt. Wenn du jetzt aber hergehst und du sagst, ja, ich suche mir jetzt ein Medium, und das war nämlich auch was, was die Frau dann zu mir gesagt hat, können Sie mal schauen, was das bei mir ist. Und damit gibst du wieder die Verantwortung an jemand anderen ab. Ja? Schau du mal, was da bei mir ist. Weil ich selber kann ja nichts in meinem Leben bewirken. Ich kann ja selber nichts in meinem Leben verändern. Ne? Naja, und dann schaust du, dass dir jemand anders sagt, was ist bei dir los und was sollst du tun? Und so kommst du nie aus diesem Opferdasein raus. Und das ist
für mich ganz, ganz klar ein Grund, weshalb ich mich nicht als Medium bezeichne, weil Menschen, die nach einem Medium suchen, nicht bereit sind in der Regel. Ich sage nicht, dass es grundsätzlich so ist, ne? Aber die allermeisten, die nach einem Medium suchen, genau in dieser inneren Haltung sind, sag du mir, was bei mir los ist und was ich tun soll. Ne? Und als ich der Dame dann erklärt habe, wie ich arbeite und dass ich ihr da durchaus beitragen kann, da hat sie gemeint, nö, das lassen wir dann lieber. Davon wollte sie nichts wissen. Ne? Sie wollte die Verantwortung für ihr eigenes Leben nicht übernehmen, sondern sie wollte jemanden hören, der ihr sagt, das ist es und das hast du zu tun und dann geht es dir gut. Ne? Oder am besten jemand, der für sie den Schalter umlegt und alles ist in Ordnung. Und das funktioniert halt nicht. Ne? Du kannst nicht jemand anderem den Schalter für dein Leben in die Hand geben und sagen, so leg den mal um und mach, dass es bei mir in Ordnung ist. Das kannst du nur selbst. Und es ist auch kein Schalter. Ne? Du kannst nicht einen Schalter umlegen und dann ist alles gut. Wir haben so viel Falschinformationen infiltriert bekommen. Ne? Alles, was wir uns letztendlich in unserer Kindheit abgeschaut haben, aus unserem Umfeld, aus der Familie, aus der Gesellschaft, aus dem Kindergarten, wo auch immer wir uns aufgehalten haben, alles, was uns irgendwelche anderen Menschen beigebracht haben, ob es jetzt unsere Eltern waren, die Familie, dann auch, was wir in der Schule gelernt haben, vielleicht an der Universität, in der Ausbildung, alles, was man uns beigebracht hat, basiert auf diesem Matrixkonstrukt, in das wir hineingedrängt wurden als Menschheit seit vielen, vielen hundert Jahren und das uns eigentlich nur dazu gebracht hat, dass wir den Kontakt zu uns selbst, zu unserer eigenen inneren Wahrheit verloren haben, dass wir uns gar nicht mehr dessen bewusst sind, dass wir die Schöpfer unserer physischen Realität sind und deshalb immer ja, in dieser Opferrolle drin hängen und in düsteren Gedanken, die dann natürlich noch mehr diese Dinge in Erscheinung bringen, die uns nicht gefallen. Und da das umzudrehen, in die Eigenverantwortung zu gehen und zu sagen, okay, ich bin Schöpfer meiner Realität, jetzt möchte ich wissen, wie das funktioniert, damit ich mir nicht ständig Dinge kreiere, die ich gar nicht in meinem Leben haben will, die ich nicht sehen will, die ich nicht fühlen will, wie ich nicht sein will, sondern die Dinge im Leben hervorrufen kann. Und dieses Wort darfst du ruhig wörtlich nehmen, es hervorrufen. Ne? Wenn wir uns daran erinnern, wie unsere Schöpferkraft funktioniert, da spielen Worte eine ganz, ganz große Rolle. Und unsere Gedanken, ja, wie denken wir denn? In Worten, auch in Bildern. Und das erzeugt Emotionen, ne? Aber die Worte, die wir denken und erst recht die Worte, die wir sprechen, haben eine enorme Kraft, eine enorme Macht, die Dinge wirklich ins Leben zu rufen. So, und wenn du jetzt mal beobachtest, was du den ganzen Tag denkst und was du den ganzen Tag sprichst, oft sehr, sehr unbewusst und oft sehr, sehr negativ, durch all diese Falschinformationen, die uns ja wirklich regelrecht infiltriert wurden, sodass wir ein völlig falsches Weltbild, in einem völlig falschen Weltbild leben, ne? In dem wir gar nicht viel Einfluss auf unser Leben haben. Und das stimmt nicht. Das stimmt definitiv nicht. Wir haben sehr viel Einfluss. Und die erste Reaktion, die man oft hat, wenn man damit konfrontiert wird, ist, oh mein Gott, soll ich auch noch schuld sein an all dieser Misere in meinem Leben? Ne? Das kann überhaupt nicht sein. Nein, ich will das nicht. Ich will so nicht leben. Ich will das nicht haben, wie das ist. Und das kann überhaupt nicht sein, dass ich da dann auch noch schuld dran sein soll. Schuld gibt es überhaupt gar nicht. Schuld ist auch nichts weiter als eine Falschinformation, die dazu führt, dass du dich schlecht fühlst und dass Menschen sich gegenseitig an den Kragen gehen, weil sie sich gegenseitig die Schuld für irgendwelche Zustände oder Dinge zuschieben.
Ohne das Prinzip Schuld könnten wir, glaube ich, alle wunderbar in Frieden mit uns selbst und mit anderen leben. Es geht nicht um Schuld. Es geht aber darum, die Verantwortung für dein Leben wieder zu dir zu nehmen. Weil durch das, was man uns beigebracht hat, haben wir alle die Verantwortung für unser Leben nach außen abgegeben und andere dafür verantwortlich gemacht. Und in dem Moment, wo du andere dafür verantwortlich machst, was sich in deinem Leben abspielt und wie es dir geht, in dem Moment machst du dich selbst zum Opfer. Denn du gibst damit die Macht über dein Leben an diese andere Person ab oder an diese Institution, die irgendein Amt oder die Regierung oder Tante Helga, ne? Die hat gesagt, das und das und das und deswegen ist jetzt bei mir, ne? Nein. Es liegt nie daran, was irgendjemand anders tut oder sagt, sondern es liegt immer daran, wie du darüber denkst, wie du dich deshalb fühlst, weil du auf eine bestimmte Art und Weise darüber denkst und welche Überzeugung sich bei dir daraus ergibt, die dich wiederum zum Handeln oder Nichthandeln bringt, was ein gewisses Resultat in deinem Leben hervorruft. Und wenn du hier bewusst regulierend eingreifen kannst, weil du weißt, wie man das macht, weil du da die notwendigen Werkzeuge dafür kennst, dass du eben nicht mehr sofort drauf einsteigst, wenn jemand etwas zu dir sagt, was dich im ersten Moment triggert, sondern weil du weißt, oh, wie kann ich damit umgehen, damit ich nicht in der Reaktion auf die andere Person bin? Weil wenn du reagierst, ohne dein Denken bewusst zu steuern, dann sitzt du quasi schon in der Falle, ne? Und zwar völlig egal, ob du jetzt sagst, ja, die andere Person hat recht, ne? Wenn dir jetzt jemand sagt, du bist dumm, zum Beispiel, ne? Du regst dich auf und du denkst aber so insgeheim bei dir so, ja, die hat recht, ich bin wirklich dumm, ne? Dann bist du auf die Wahrheit der anderen Person eingestiegen. Wenn du dich aufregst und sagst, wie können die nur behaupten, dass ich dumm bin? Ne? Weil du in Widerstand dazu gehst, auch dann bist du auf ihre Realität eingestiegen. Erst wenn du es schaffst, dass das nichts mit dir macht, was irgendjemand anders sagt, weil es nämlich auch definitiv nichts mit dir zu tun hat, weil es nur die Ansicht dieser anderen Person ist in diesem Moment, die gar nichts mit dir zu tun hat. Sondern wenn du jetzt weißt, wie du damit umgehen kannst, wie du das sinnvoll handeln kannst, sodass du nicht automatisch in diese Realität der anderen Person hineingezogen wirst, jetzt passt das Bild hier ja irgendwie auch wieder so, hineingezogen wirst, wie, so, wie durch so ein Wurmloch, in die Realität der anderen Person, weil die jetzt gerade sagt, du bist dumm, ne? Dann macht das emotional was mit dir, wenn du hineingezogen bist, ne? Und dann reagierst du und bist du zack in der Realität der anderen Person. Die Frage ist, wie ist es in deiner Welt? Bist du in deiner Welt dumm? Oder könntest du ganz, ganz andere Wahlen für dich treffen? Wenn dir das völlig am Arsch vorbeigehen würde, was die andere Person sagt. Ne? So, und dahin zu kommen, ne, dass du bei dir bleibst, in deinem Leben, in deiner Realität und diese auch bewusst gestalten kannst, indem du dein Denken ganz bewusst veränderst und Denkrichtungen wählst, die dich dahin führen, wo du hin möchtest. Dass du dein Leben so gestalten kannst, wie es dir Freude macht, wie es dir gefällt. Dass du dich selbst auch, ich will gar nicht sagen, dahin entwickeln, weil du bist ja schon, du bist du. Man hat dir nur ganz, ganz vieles
übergestülpt letztendlich, ne? Und dich davon zu befreien und herauszufinden, wer bin ich denn jenseits all dieser ganzen Ansichten und Gebote und Verbote und Anweisungen, an die du dich dein ganzes Leben gehalten hast, weil irgendjemand dir das so beigebracht hat. Ne? Wer bist du darunter eigentlich wirklich? Was hast du alles für Fähigkeiten? Was hast du alles drauf? Ne? Was macht dir überhaupt Freude? Wie möchtest du dein Leben gestalten? Wie willst du sein? Wie würdest du dich mit dir selbst wohlfühlen? Und du siehst schon, wenn ich solche Fragen stelle, das verändert vielleicht was bei dir, wenn du dir solche Fragen stellst. Weil Fragen zu stellen ist eines der machtvollsten Werkzeuge, die du nutzen kannst, um dir die Macht über dein Leben wieder zurückzuholen. Und solche Dinge zu lernen, geistige Werkzeuge zu lernen, auch energetische Werkzeuge zu lernen, das greift sowieso absolut ineinander. Ne? Mit geistigen Werkzeugen kannst du die Energie in Situationen komplett drehen und verändern und dadurch natürlich auch völlig andere Resultate für dich erzielen. Und ich glaube, dass das sehr viel sinnvoller für dich ist, wie wenn ich jetzt meine medialen Fähigkeiten, die ich in meiner Arbeit natürlich, wenn wir eins zu eins miteinander arbeiten, natürlich auch einsetze, ne? Da spüre ich ja auch, was bei dir los ist und kann dir die entsprechenden Fragen stellen, die dich weiterbringen. Aber es geht mir vor allem darum, dass du lernst, das selber für dich auch zu tun. Ne? Aber jetzt einfach herzugehen und zu sagen, so sag du mir mal, was bei mir los ist und was ich jetzt machen soll, damit gibst du wieder die Macht über dein Leben an jemand anderen ab. Und genau das, dass du die Macht über dein Leben an jemand anderen abgibst, ist das, was dich am allerunglücklichsten macht. Weil es ist doch dein Leben, für das du hier bist, um es zu leben. Und nicht das Leben deiner Eltern, nicht das Leben von deinem Chef, nicht das Leben der Regierung, nicht das Leben der Gesellschaft und auch nicht das Leben von irgendeinem Medium. Darum geht es doch nicht. Es geht um dich. Es geht um dich. So, ich habe mediale Fähigkeiten. Du hast auch mediale Fähigkeiten. Wir alle haben mediale Fähigkeiten, weil das sind nämlich genau diese ganz natürlichen Fähigkeiten, die wir alle geleugnet haben, von denen wir so getan haben, als wären sie nicht da. Warum? Weil wir von klein auf so getrimmt wurden, weil wenn wir irgendwas geäußert haben, was wir außerhalb unserer physischen fünf Sinne wahrgenommen haben, dann hat man uns gesagt, du spinnst. Das bildest du dir nur ein. Das gibt's gar nicht, dass du das wissen kannst. Das stimmt nicht. Nein, man kann mit Tieren nicht sprechen. Nein, da sind im Wald keine Wesen. Nein, du kannst nicht wissen, was übermorgen passiert. Nein, du kannst nicht wissen, was Tante Hildegard in Buxtehude gerade gesagt hat. Wir alle können dieses. Es sind unsere ganz natürlichen Fähigkeiten, so wie auch die Schöpferkraft unsere ganz natürliche Fähigkeit ist, die wir einfach verlernt haben, weil man sie uns regelrecht ausgetrieben hat. Und dich darin zu unterstützen, dass du dahin wieder zurückfinden kannst, dass du deine Fähigkeiten, die du mitgebracht hast in dieses Leben, und die sind bei jedem unterschiedlich ausgeprägt. Ne? Der eine kann dies besser, der andere kann das besser. Das wissen wir in diesem kleinen, dreidimensionalen Spektrum, in dem wir bisher gelebt haben, ja auch. Ne? Denn ja, ich nehme jetzt was von mir als Beispiel. Ne? Es gibt Leute, die mit ihrem Gesang Säle füllen. Ne? Bei mir rennen die Leute eher davon. Ich bin jetzt nicht so das Obergesangsgenie. Ne? Aber grundsätzlich kann ich auch singen. Ne? Kann auch Spaß daran haben zu singen. Vielleicht andere nicht so. Das ist egal. Ne? Vielleicht kann man auch Spaß haben, gemeinsam zu singen, wenn es nicht unbedingt alles super sauber ist. Kommt drauf an, wer zuhört. Ne? Darauf kommt es gar nicht an. Ne? Aber wir alle haben die Fähigkeit zu singen.
Der eine hat mehr handwerkliche Fähigkeiten, der andere, ja, ist ein geistiges Genie oder vielleicht, wenn wir jetzt bei der Musik bleiben, kann toll komponieren oder was auch immer, ne? Oder ist ein Computergenie. Jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten. Und auch was unsere geistigen Fähigkeiten anbelangt, ist das unterschiedlich ausgeprägt, ne? Aber wir alle haben sie. Und uns dessen wieder zu erinnern und vor allem ganz, ganz wesentlich zu lernen, wie das Leben funktioniert, weil das ist meiner Meinung nach ein Geburtsrecht, das jeder Mensch hat und das uns vorenthalten wurde, ganz bewusst vorenthalten wurde, um uns machtlos zu machen, um uns zum Opfer zu machen und zugleich, um uns durch Falschinformationen ganz bewusst zu steuern, weil wir immer schöpfen. Wir können unsere Schöpferkraft nicht abstellen. Wir leben in einem ständigen Schöpfungszyklus und wenn wir nicht wissen, wie der funktioniert, dann sind wir von außen steuerbar, Dinge zu erschaffen, die wir nicht wollen. Und das ist genau das, was uns als Menschheit passiert ist. Dass wir vergessen haben, durch gezielte Falschinformation, dass wir Schöpferwesen sind und dadurch steuerbar geworden sind, indem man Gedanken und Emotionen in uns ausgelöst hat, die bei uns zu Überzeugungen geführt haben, die Grundlage für das sind, was wir in der Welt manifestieren. Und wenn du die Überzeugung hast, dass dein Leben, um jetzt auf das Beispiel von vorhin von der jungen Frau zurückzukommen, wenn du der Überzeugung bist, dass dein Leben ein einziges Trauerspiel ist, wo nichts in deinem Sinne läuft und alles furchtbar ist, dann rufst du genau das immer und immer wieder hervor. Und es ist von außen steuerbar. Ne? Wenn du weißt, wie deine Schöpferkraft funktionierst, dann kannst du selber steuern und dann kannst du auch deine Gedanken, Gefühle und Emotionen wieder so wenden, dass die Freude in deinem Leben wiederkommt. Und das sage ich nicht aus dem hohlen Bauch heraus, sondern aus eigener Erfahrung, weil ich wirklich jahrelang in einem Zustand war, wo ich jegliche Hoffnung verloren hatte, dass in meinem Leben sich noch irgendwas zum Positiven wenden könnte. Und heute bin ich ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Und ich habe das selbst bewirkt, weil ich gelernt habe, wie ich sinnvoll mit meinen Gedanken umgehen kann und dadurch eben andere Gefühle und Emotionen hervorrufen kann, welche die Überzeugungen, die ich habe, verändert haben. Ich habe heute ganz, ganz andere, sehr, sehr viel lebensbejahendere Überzeugungen, als ich sie damals hatte. Naja, und wenn deine Überzeugungen dann wieder lebensbejahend sind, dann kommt auch wieder Freude ins Leben. Und dann gehst du auch wieder völlig anders mit dir selbst und anderen um. Es geht auch darum, als allererstes freundlich mit dir selbst zu sein. Und ist es freundlich mit dir selbst, wenn du sagst, ich bin zu allem zu blöd und ich weiß sowieso nichts und deswegen brauche ich jetzt ein Medium, das mir sagt, was ich tun soll? Damit schätzt du dich selbst absolut gering. Und wenn du dich selbst gering schätzt, naja, wie soll dann jemand anders das anders sehen? Dann brauchst du dich nicht wundern, wenn andere dich auch gering schätzen. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich das selbst erlebt habe. Und es ist nicht schön. Es ist nicht schön, aber der Mensch, der das verändern kann, das bist du. Und jetzt sage ich zum Schluss nochmal, um dir das wirklich nochmal klar zu machen, warum ich kein Medium bin. Es geht um dich. Und oft reicht schon ein Wechsel der Blickrichtung und ein paar neue Informationen, um große Veränderungen hervorzurufen. Und es geht darum, dass du weißt, wie du selbst die Blickrichtung immer wieder wechseln kannst, wenn du merkst,
Ich schaue gerade in eine Richtung, ich gehe gerade mit meinen Gedanken in eine Richtung, die nicht dahin führen, dass das entsteht, was ich gerne in meinem Leben haben möchte. Dass du das immer wieder korrigieren kannst und ganz bewusst deine Gedanken verändern kannst, ne, sodass sie aus der Abwärtsspirale, in die du da reinkommst, dass du sie umkehren kannst, dass es in eine Aufwärtsspirale geht, dass es in die Richtung geht, wo du hin möchtest, dass dein Leben sich dahingehend entwickeln kann, dass es dir Freude macht, dass es dir gefällt, dass du dich wohlfühlst mit dir selbst, wohlfühlst in deinem Leben damit, wo du bist, mit wem du zusammen bist und auf welche Art. Was du erlebst in deinem Leben, dass du wirklich lebst und nicht nur existierst. Darum geht es mir, wenn ich mit dir arbeite. Und deswegen bin ich kein Medium, sondern Lebenstraumgestalterin. Damit du lernen kannst, das Leben deiner Träume ganz bewusst selbst zu gestalten. Und dazu lade ich dich ganz, ganz herzlich ein. Ich mache jetzt hier noch ein paar Links drunter. Wenn du jemand bist, der es sehr leicht haben möchte und dich gern auf dich selbst und auch auf andere einlassen magst und wirklich jetzt in dieses 5D-Bewusstsein eintauchen möchtest, wo es eben nicht mehr um diese ganzen äußeren Dinge geht, sondern wo es darum geht, in Liebe und Wahrhaftigkeit miteinander zu leben und füreinander da zu sein und miteinander gemeinsam dafür zu sorgen, dass jeder Einzelne wirklich sein Leben selbstbestimmt gestalten kann, dann möchte ich dich ganz, ganz herzlich in die Open Heart Community einladen, denn dort kümmern wir uns genau darum, und zwar, indem wir uns alle dieses Wissen, was jeder Einzelne hat, kostenfrei gegenseitig zur Verfügung stellen. Und zugleich, es kostet einen kleinen Mitgliedsbeitrag, der ist aber nicht für das Wissen, das da hin und her fließt, auch nicht für die persönliche Unterstützung, die du dort bekommst. Und zwar in ganz konkreten Lebenssituationen. Sondern der ist dafür, weil, ne, es geht darum wirklich, dass jeder Einzelne selbstbestimmt leben kann. Und da gehört eben auch eine solide finanzielle Versorgung mit dazu. Und um uns die aufzubauen, und zwar einfach dadurch, dass wir Liebe leben und so groß und weitflächig wie möglich in der Welt verteilen, ein Einkommensstrom entstehen kann. Sogar ganz viele Einkommensströme entstehen werden, ganz automatisch, dadurch, dass wir die Liebe leben. Wenn dich das anspricht, dann gehst du in die Videobeschreibung da unten und klickst den Link zu unserer Gruppe an. Hier geht es in die Open Heart Community. Ne? Open Heart Community. Ja, weil wir uns dort ausschließlich und allem, was passiert, nicht nur uns, sondern auch allem, was in der Community passiert, immer mit offenem Herzen in Liebe begegnen. So, das ist eine Möglichkeit, wenn du sagst, nee, ich möchte lieber irgendwie einzeln mit dir arbeiten, ne? Bin jetzt nicht so der Community-Mensch oder es ist mir jetzt irgendwie zu persönlich, um was es da geht, dass ich das jetzt irgendwie in eine Community tragen möchte. Das ist auch völlig in Ordnung. Du kannst bei mir auch Einzelcoaching buchen. Auch da mache ich dir die Links drunter. Die heißen der Weg zurück zu dir Coachings. Ne? Weil es geht darum, wieder zu dir zurückzukommen. Herauszufinden erstmal, wer bin ich selbst eigentlich? Ne? Denn nur wenn du weißt, wer du selbst bist, in Wahrheit, jenseits von all dem, was man dir beigebracht hat, ne? Wer du bist in Wahrheit, erst dann, wenn du das weißt, wer du selbst bist, kannst du auch selbstbestimmt dein Leben gestalten. Ist logisch, oder? So, und deswegen dein Weg zu dir Coaching, ne? Wo es wirklich darum geht, okay, wer bin ich denn eigentlich jenseits all dieser Konditionierungen, die mein bisheriges Leben mir beigebracht hat, sozusagen. Ne? Und wie kann ich dann mein Leben tatsächlich selbstbestimmt gestalten? Auch da mache ich den Link drunter. Und ja, dann freue ich mich, wenn ich damit jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnte, was das für mich einfach für einen Unterschied macht. Ne? Arbeite ich als Medium oder eben wie ich als Lebenstraumgestalterin?
Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied, weil es geht in meiner Arbeit darum, dass du selbst dir die Macht über dein Leben zurückholst und dazu einfach das ganze Wissen, das du dafür benötigst, an die Hand bekommst, dass du die richtigen Informationen hast, wie kann ich denn selbst bestimmt mein Leben gestalten. Und das ist eine komplett andere Herangehensweise. Und das andere wäre für mich nicht stimmig. Ich bin nicht der Mensch, der dir zu sagen hat, wie du dein Leben leben sollst. Ne? Selbst wenn ich da irgendwas sehen kann, ich habe mich darauf auch nicht spezialisiert, ne? Weil das ist für mich einfach nicht stimmig. Es geht darum, dass du selbst über dein Leben bestimmst. In diesem Sinne würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns vielleicht bald näher kennenlernen. Ansonsten, wie immer, wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen da, am besten in diese Richtung. Und jetzt muss ich gucken, wie muss ich zeigen hier, glaube ich. Ach, einfach unten, ne? Du weißt, wo das ist. Das ist dieser rote Abonnieren-Button, wenn du gerne mehr von mir sehen oder hören magst. Und wenn es dir gefallen hat, sehr, sehr gerne auch den PayPal-Link mal anklicken unten und eine Kleinigkeit bei mir dalassen, würde mich sehr freuen. Und wenn du irgendwas dazu sagen magst, darfst du das gerne in die Kommentare schreiben. Freundliche Kommentare sind immer willkommen. Und ja, das war's für dieses Mal mit einem für mich sehr ungewohnten Ambiente. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Video, vielleicht dann auch wieder aus dem Wald. Wir werden sehen. Ganz, ganz liebe Grüße von mir, die Johanna.